So, nächster Programmpunkt ist die Carolina Subo, die ist von der Vereinigung oder von den Studenten für eine sinnvolle Drogenpolitik in Wien. Und ich mache jetzt erstmal, oder wir gucken uns jetzt erstmal zusammen das Video von der Carolina an und dann werde ich sie nochmal kurz interviewen zu ihrem Video. Hallo liebe Leute, ich heiße Lina und ich habe vor ein paar Monaten mit dem YouTube-Channel Linas Reise ins Drogenland gestartet. Und weil mich das Thema so interessiert, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, über mit Drogen in Beziehung stehenden Themen zu recherchieren und dann kurze Videos dazu zu machen, mit euch zu teilen. Und genau, für die diesjährige Hanfparade durfte ich ebenfalls ein Video machen. Dafür will ich mich kurz bedanken. Genau, im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung habe ich mich dazu entschlossen, ein Video zu den Anfängen der Cannabis-Prohibition zu machen und euch zu erzählen, was das mit Rassismus zu tun hatte. Jetzt einmal kurz zum Hintergrund von Hanf. Hanf ist eine krasse Pflanze und wird deswegen auch schon seit Jahrtausenden von Menschen genutzt, und zwar für vielfältige Zwecke. Zum Beispiel werden Hanfsamen gegessen, sie sind super gesund. Außerdem kann aus den Stielen der Pflanze können Hanffasern gemacht werden, die sehr stabil und nachhaltig sind und die in der Vergangenheit schon dazu genutzt wurden, Kleidung herzustellen und auch Segel und auch Papier. Und die erste Bibel, die Gutenberg gedruckt hatte, sowie auch die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, wurden auf Hanfpapier gedruckt. Außerdem wird Hanf in Ritualen genutzt und natürlich auch zu medizinischen Zwecken. Und die ersten Schriften zu medizinischen Zwecken sind ja schon fast 5000 Jahre alt und stammen aus China. Mal scherzhaft zum Journalisten gesagt, die Mönche haben halt in der Starkbierzeit Bier getrunken und nicht Cannabis geraucht. Cannabis geraucht? Okay, maybe not. Aber schon um 1000 nach Christus wurde Cannabis in europäischen Klostergärten kultiviert und auch Hildegard von Bingen schrieb schon über die Heilwirkung von Gras. Und mit dem Rauchen ging es dann so im 18. und 19. Jahrhundert los. Damals wurden die Cannabisblüten auch als Knaster bekannt, als günstige Alternative zum Tabak geraucht. Der THC-Gehalt damals war allerdings sehr gering. Genau, bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren Cannabispräparate sehr verbreitete Medizin, die sehr oft verschrieben wurde, und zwar für alle möglichen Beschwerden. Und bis 1872 war das alles noch komplett unreguliert und erst dann kam dann die erste Regelung, die eigentlich nur besagte, dass Cannabis als Medizinprodukt nur in Apotheken verkauft werden darf. Jetzt kurz zu den Anfängen der Prohibition in Deutschland. Das Cannabisverbot war keine deutsche Erfindung und bei der Opiumkonferenz 1925 wurde dann eine drogenfreie Welt beschlossen. Und auf Drängen von Ägypten wurde Cannabis dann mit auf die Liste der verbotenen Substanzen neben Opium und Kokain aufgenommen. Deutschland wollte dem Verbot 1925 auch eigentlich gar nicht zustimmen, weil Cannabis in Deutschland immer noch als Medizin genutzt wurde und die Nachfrage von der deutschen chemischen Industrie befriedigt wurde. Es gab also wirtschaftliche Interessen gegen ein Verbot. Allerdings wurde Deutschland dann auch dazu quasi gezwungen, zu unterschreiben und wirksame Gesetze und Vorschriften zu erlassen. Damit hat sich dann Deutschland allerdings noch ein paar Jahre Zeit gelassen und erst 1929 trat dann das Opiumgesetz in Deutschland auch in Kraft. Die Geschichte der Cannabis-Prohibition, so wie wir sie heute kennen, begann in Amerika und zwar in Verbindung mit Mexiko. Anfang des 20. Jahrhunderts war die mexikanische Revolution und dadurch kam es in Amerika zu einem relativ starken Anstieg der mexikanischen Bevölkerung. In Mexiko herrschte schon seit Jahrhunderten die Tradition, Cannabis zu rauchen, und das brachten sie dann auch mit nach Amerika. Anfang des 20. Jahrhunderts herrschte in Amerika übrigens auch ein Moralitätsgedanke. Die amerikanische Gesellschaft sollte moralisiert werden und deswegen kam es dann 1920 auch zur Prohibition von Alkohol. Dadurch entstand ein ziemlich großer Schwarzmarkt und auch die erste Mafia. Und auf dem Schwarzmarkt konnten sich immer noch vor allem die wohlhabenderen Weißen Alkohol kaufen und die ärmere Bevölkerung, die ausländische Bevölkerung, die griff dann vermehrt auf Cannabis zu. 13 Jahre später kam es dann zum Ende der Prohibition von Alkohol, als die Verantwortlichen dann endlich einsahen, dass die Prohibition nicht nur nichts gebracht hatte, sondern auch noch kriminelle Strukturen geschaffen hatte. Und der Chef des Dezernats für Drogen, Harry Anslinger, hatte keine Lust, seinen Job zu verlieren. Und deswegen musste ein neuer Feind her. Und da hat sich Cannabis dann perfekt für angeboten. Und dafür holte er sich dann die Unterstützung vom Medienmogul William Randolph Hearst.
der auch schon einige Jahrzehnte zuvor erstmal Opium und dann auch Kokain instrumentalisierte, um bestimmte ausländische Bevölkerungsgruppen zu kriminalisieren. Und er hatte auch gleich mehrere Gründe, sich gegen Cannabis auszusprechen. Und zwar erstens hegte er rassistisches Gedankengut. Zweitens hatte er wirtschaftliche Interessen, da er sehr stark in die Holzwirtschaft investierte und, wie wir gerade schon gehört haben, Cannabis oder Hanf da ein großer Konkurrent war. Drittens hatte er während der Kämpfe der Mexikanischen Revolution 800.000 Hektar Land verloren und schob die Schuld den Mexikanern zu. Und viertens hatte er halt eine Zeitung und durch diesen Sensationsjournalismus, welcher auf Rassismus, Lügen und Angst basierte, verkaufte er viele seiner Zeitungen. Und diesen Mechanismus sehen wir heutzutage leider immer noch viel zu oft, meiner Meinung nach. In der Zeit fing das dann auch an, dass das mexikanische Wort Marihuana genutzt wurde, um so die mexikanische Bevölkerung mit dieser Substanz in Verbindung zu bringen. Und in der breiten weißen amerikanischen Gesellschaft kam es dann durch diese unterschiedlichen Begriffe Cannabis und Marihuana zu einer getrennten Wahrnehmung der Substanz. Die Krönung war dann 1936 der Propagandafilm Reefer Madness. Den könnt ihr euch übrigens auch kostenlos auf YouTube angucken. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. Smoking the soul-destroying reefer, they find a moment's pleasure, but at a terrible price. Debauchery, violence, murder, suicide, and the ultimate end of the marijuana addict. Like bastard. Hopeless insanity. Ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und als Reefer wurde Cannabis übrigens auch in der Jazzszene bezeichnet. Und es gab auch zahlreiche Hits damals, unter anderem auch von Größen wie Louis Armstrong. Und genau, die Jazzszene, die war damals bekannt dafür, dass sich da schwarze Menschen treffen, aber auch junge, weiße Menschen, die nichts mehr von der Tradition ihrer Eltern wissen wollten, fühlten sich dazu hingezogen. Und in dem Film wird Cannabis als die Droge der Perversen, der siechenden Untermenschen, geistlosen Negern und mexikanischen Immigranten bezeichnet und als noch gefährlicher als Kokain und Opium dargestellt. Und auch damals gab es schon zahlreiche wissenschaftliche Beweise dafür, dass diese Behauptungen nicht stimmten. Und trotzdem hatte Anslingers Kreuzzug gegen Cannabis Erfolg, und zwar auch über Amerikas Grenzen hinaus. Und ein Zitat von Mann himself ist: Der Hauptgrund, Marihuana zu verbieten, ist sein Effekt auf die degenerierten Rassen. Jo, Rassismus. 1961 war es dann soweit, da wurde dann die Konvention gegen Cannabis durchgesetzt und alle 185 Mitgliedstaaten mussten dann das Verbot in ihren Strafgesetzbüchern umsetzen. In Deutschland war es dann das Betäubungsmittelgesetz von 1961. Und wie kam dann Cannabis wirklich nach Deutschland? Also wie ist es dann dazu gekommen? Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es im Westen von Deutschland zur Amerikanisierung und durch die Anwesenheit junger amerikanischer Soldaten, die Cannabis mitbrachten auch, und durch die Verbreitung von Jazz im Westen kamen dann die deutschen Jugendlichen erstmals so wirklich in Kontakt damit. In den 40ern und 50ern wurde Cannabis dann von den deutschen Behörden allerdings als vernachlässigbare Gefahr angesehen, da die Zahl der KonsumentInnen sehr klein war und es generell noch ziemlich unbekannt war. Es war generell ein Desinteresse der Jugendlichen an Cannabis oder an Drogen vorhanden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1965 wurde eher Tabak geraucht und Alkohol getrunken. Und erst Mitte der 60er kam es dann zu einem signifikanten Anstieg des Konsums. Dafür waren unter anderem amerikanische Musiker verantwortlich. Außerdem dann natürlich auch die Bürgerrechtsbewegungen der 60er und die massiven gesellschaftlichen Umbrüche. Und 1968 entstand dann durch diese politische und kulturelle Radikalisierung der deutschen Jugendlichen eine allgemeine Motivation, Drogen zu konsumieren und vor allem auch Cannabis zu konsumieren. Cannabis wurde zum subkulturellen Symbol für die Gegenkultur. 1971 kam dann Nixon an die Macht und er erklärte Drogen zum Staatsfeind Nummer 1 und begründete den War on Drugs. Und das war ein Schachzug, um Regierungskritiker in den Griff zu bekommen. Cannabis wurde dann auch zur Schedule I-Substanz erklärt und mit Heroin auf eine Stufe gestellt. Was auch das mit Rassismus zu tun hat: In den 90ern sagte der ehemalige Chefberater von Nixon, John Ehrlichman, in einem Interview Folgendes: Die Nixon-Kampagne 1968 und danach das Weiße Haus unter Nixon hatte zwei Feinde: die linken Kriegsgegner und schwarze Menschen. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will?
Wir wussten, dass wir es nicht illegal machen konnten, gegen den Krieg oder Schwarze zu sein. Aber indem wir die Öffentlichkeit dazu brachten, die Hippies mit Marihuana und die Schwarzen mit Heroin zu assoziieren und beides streng kriminalisierten, konnten wir diese Bevölkerungsgruppen schwächen. Wir konnten ihre Anführer festnehmen, Razzien in ihren Häusern durchführen, ihre Treffen auflösen und sie Abend für Abend in den Nachrichten diffamieren. Wussten wir, dass wir logen, was die Drogen anging? Natürlich wussten wir das. Jo, genau. Und der Rassismus, der setzt sich auch bis heute noch fort. In Amerika ist seit den 80ern die Gefängnispopulation von knapp 500.000 auf über 2,3 Millionen Menschen gestiegen. Es konsumieren in Amerika zwar gleich viele Weiße wie Schwarze Cannabis, Schwarze und Latinos werden aber um ein Vielfaches öfter kontrolliert und eingesperrt und bekommen schwerere Strafen für das gleiche Vergehen. Und die meisten, und zwar 80% der schwarzen Verurteilten, sitzen wegen gewaltlosen Drogendelikten. Und auch in Deutschland kommt es zu ähnlichen Problemen, obwohl hierzulande Zahlen und Statistiken fehlen. Und woran das liegt, kann man gerade ja auch ganz gut nachvollziehen. An dieser Stelle gehen Grüße raus an Horst Seehofer. Und in Deutschland wird in Umfragen generell nicht nach der Herkunft oder der Ethnie gefragt, blind demgegenüber. Aber in der Realität sind Menschen halt nicht blind und Polizisten auch nicht. Und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass die Zahl ausländischer Inhaftierter unverhältnismäßig hoch ist, wobei das jetzt nur eine Vermutung meinerseits ist, denn solange es keine belastbaren Zahlen und Fakten gibt, um das Ausmaß der Ungleichbehandlung festzustellen, sind definitive Aussagen einfach schwer zu treffen. So. Das war jetzt mein kurzer Umriss, was die Geschichte der Cannabis-Prohibition anbetrifft. Laut meiner Recherche gibt es zwei Hauptgründe für die Illegalisierung von Cannabis. Das erste ist rassistisches Gedankengut und das zweite sind wirtschaftliche Interessen. Und der Schutz der Bevölkerung, der Gesundheit der Bevölkerung, obwohl das natürlich ein wichtiger und relevanter Aspekt ist, haben da in der Gesetzgebung nie eine wirkliche Rolle gespielt. Obwohl uns das gerne so verkauft wird. Im Endeffekt kann ich euch nur raten, euch selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen, an nichts blind zu glauben, auch mir nichts blind zu glauben. Genau. Ich hoffe, ihr konntet bei dem Video jetzt ein paar neue Infos mitnehmen. Und ja, danke fürs Schauen und bis gleich. Die rechtlich doch teilweise noch umstritten waren, aber im Großen und Ganzen zumindest in Wien und in den, sage ich mal, etwas liberaleren Gegenden von Österreich gab es überall Stecklinge. Und man dachte eigentlich, Österreich übernimmt in der Drogenpolitik vielleicht auch deswegen in der Hand, besonders in der Handpolitik, eine Vorreiterrolle in der EU. Schaue ich heute nach Österreich, sehe ich, dass die Stecklingshändler abwandern aus Angst vor repressiveren Maßnahmen. Mhm. Konsumdelikte werden härter bestraft als noch vor 10 Jahren. Es wird häufiger kontrolliert in Österreich. Ein Gesetz für Cannabis als Medizin ist überhaupt nicht in Sicht. Und wieso ist das so? Sind da nur die Blauen schuld oder woran liegt das? Boah, das ist eine gute Frage. Also Stecklinge bekommt man immer noch, in Graz zumindest. Also so viel kann ich dazu sagen. Und ansonsten hat die blaue Regierung damit bestimmt, also die stellt da bestimmt viele Steine in den Weg. Vor ein paar Jahren gab es ja diese Riesen-Razzia in Wien, die Aktion Scharf, wo ja, Konsumierende verfolgt wurden im öffentlichen Raum, was allerdings halt wenig gebracht hat, weil ich meine, es wird immer noch konsumiert, jetzt halt woanders, nicht mehr am Karlsplatz in Wien zum Beispiel, sondern im Donaukanal, Prater. Es verlagert sich. Woran das mit der Medizin liegt, da bin ich leider überfragt. Ja, also ich war verschiedentlich auf der Cultiva eigentlich immer, weil mit dem Nachtschattenverlag. Und es ist auch aufgefallen, bis, sagen wir, vor 3 Jahren ging das sehr locker und sehr angenehm und eigentlich ziemlich problemlos, was Kontrollen anbelangt über die Bühne. Und die letzten 2 Mal, das war richtig eine harte Nummer, was die gebracht haben. Also die mit riesigem Aufgebot, Parkplatz und am Bahnhof die Leute kontrolliert. Da ist also ein Druck gewachsen. Hat das mit Regierungswechsel oder mit was hat das zu tun, dass es so einen Umschwung
Na gut, das ist nicht Wien, das ist Füssendorf. Niederösterreich ist das. Also diese Aktion Schaf, die war jetzt auch vor 3-4 Jahren ungefähr in Wien. Kann sehr gut sein, dass es halt auch damit zusammenhängt, dass da jetzt halt einfach die KonsumentInnen stärker verfolgt werden, den Regierungswechsel. Ich bin leider selbst auch noch nicht so lange in Österreich, deswegen kann ich leider nicht wirklich vergleichen, wie das vor ein paar Jahren war im Vergleich zu jetzt. Bis vor 5 Jahren oder 4 Jahren habe ich halt in Deutschland, in Köln gewohnt. Ja, genau. Das heißt, du kennst drogenpolitisch also im Prinzip beide Seiten der Grenzen. Ja, also genau. Ich bin jetzt gerade am Warten noch auf ein paar Antworten von einem Wiener Anwalt, der sich gerade auch mit Drogendelikten auseinandersetzt. Dem haben wir jetzt ein paar Fragen zugeschickt, die haben wir noch nicht. Das wäre dann auch ein Thema, das ich dann auch arbeiten werde in nächster Zeit. Drogenpolitik in Österreich, wo sind die Grauzonen, was ist erlaubt, was ist verboten und sowas. Und es kommt halt auch sehr auf die Städte an. Also ich muss jetzt auch sagen, in Graz, ist ein sehr ähnliches Wort und ich kann auf jeden Fall auch sehen, woran das liegt. Ich würde sagen, so für diejenigen, die eben nicht auf den Radar der Polizei fallen, weiße Menschen, die ich kenne zumindest, eher weniger Probleme. Wie werdet ihr innerhalb der restlichen Studentenschaft aufgenommen? Werdet ihr eher skeptisch beäugt oder setzen die sich ernsthaft mit euren Anliegen auseinander? Weil ihr seid ja nun noch eine studentische Vereinigung. Genau, also ich bin ich bin seit Oktober in Graz und baue hier gerade die SSDP, also die Students for Sensible Drug Policy, auch auf. Und genau, jetzt durch Corona ist da natürlich auch ein großer Einbruch gekommen und wir konnten halt viele Veranstaltungen, die wir geplant hatten, so nicht umsetzen. Allerdings hatten wir einen Filmscreening gemacht im Januar und bei einem Festival haben wir halt auch einen Workshop über Psychedelika geben dürfen und da ist das Interesse schon groß. Also ich merke schon, dass es in Graz wie auch in Wien Interesse gibt und ja, sollte das nächste Semester normal vonstatten gehen, haben wir da auf jeden Fall auch einige Pläne mal mit anderen Studierenden, die sich nicht als alternativ bezeichnen oder sowas, wie sie darauf reagieren. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, in Graz ist es relativ liberal, was Graz angeht. Genau, und das Interesse ist halt auch einfach vorhanden, das merke ich schon. Also Unterschied Stadt und Land ist ja in Österreich sehr ausgeprägt. Das habe ich also bei der letzten Bundespräsidentenwahl gesehen in Österreich, dass die Städte, alle größeren Städte anders gewählt haben und die haben mehrheitlich den einen gewählt und auf dem Land ab einem bestimmten Kilometerkreis um diese Städte große Mehrheiten für den anderen. Dieser extreme Stadt-Land-Unterschied, wie wirkt sich das in Wien und Umland zum Beispiel drogenpolitisch aus? Ändert sich da was von Bundesland zu Bundesland für die Konsumenten etwas? Auf dem Land habe ich halt noch nicht gewohnt. Ich habe halt in Wien gewohnt 3 Jahre und jetzt in Graz. Ich habe keine Ahnung, wie es am Land ist, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich habe schon von Leuten gehört, die auch in kleineren Städten nicht nur Gras konsumieren, sondern auch an chemische Drogen relativ problemlos drankommen und sowas. Also ja, ich meine, man kann natürlich immer sagen, am Land trinken die Leute tendenziell eher Alkohol und in der Stadt sind Leute dann liberaler eingestellt und sowas. Ich weiß nicht, wie es mit CBD-Shops aussieht. In Graz gibt es einige CBD-Shops und auch einige Möglichkeit, also einige Grow-Shops mit Stecklingen und auch die Grazerei zum Beispiel in Graz, die jetzt zum Verein geworden ist, wo auch bis vor kurzem noch CBD konsumiert werden konnte. Jetzt leider halt durch Corona auch eingebrochen. Also ich müsste mal auf dem Land gucken, ob es da irgendwelche CBD-Shops gibt, was die Leute so denken. Ich glaube, es ist auch einfach eine große Generationenfrage.
also tatsächlich auch das, ja. Und wie ist das für Österreicher zu sehen? Und kann man das vielleicht in Österreich auch so machen? Ne? In der Schweiz kann man ja CBD-Zigaretten bei Lidl kaufen. Die heißen Heimat, netterweise. Und die gibt es im Supermarkt. Okay. Und ja, nee, hier gibt es halt CBD. Und man kann nicht feststellen, dass deswegen die Leute kränker werden oder sonst irgendwie negativ beeinflusst werden. Absolut. Wie sieht das mit solchen Initiativen in Österreich aus? Initiativen in Österreich? Also von dem, was ich weiß, es gibt halt die SSDP in Wien und jetzt halt im Aufbau gerade auch in Graz. Was Hanf angeht, macht die Graslerei halt auch einiges. Initiativen, dass CBD-Joints in Supermärkten reinkommen, ich glaube, da wird es dann doch... Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, leider, befürchte ich. Wenn ich es auch mal kurz einschreiben darf, da gibt es in Österreich grundsätzlich was Rauchbares, ja, also was Tabak und andere Rauchwaren betrifft, doch das sehr restriktive Trafikgesetz, ja. Genau. Das können sich die Deutschen bei uns vielleicht gar nicht so vorstellen, aber der Zigarettenverkauf in Österreich, der Tabakverkauf und CBD läuft da halt auch drunter, ja, ist doch sehr eng reguliert, ja. Und man kann zum Beispiel, wenn man in Wien Sonntagabend Zigaretten holen möchte, muss man an Bahnhof fahren, ja, in der Millionenstadt. Es gibt in Wien genau 2 oder 3 Läden, die Sonntagabend noch Zigaretten verkaufen. Ja. Und Tankstellen. Genau, und Tankstellen. Aber es ist nicht so wie bei uns, dass es in jedem Späti, an jedem Kiosk einfach Zigaretten gibt. Da muss man eine Lizenz für erwerben, die Trafiklizenz. Ja. Und das hat nicht nur was mit der Drogenpolitik zu tun, sondern grundsätzlich mit der Gesundheitspolitik in Österreich, dass sie da halt was Rauch, also Tabakwaren angeht, ein viel strengeres Gesetz haben zur Abgabe als die Schweiz, wo es CBD als Tabakware fast an jedem Kiosk gibt. Ich habe da noch eine Frage, und zwar, wenn ich mir eure Bundesregierung so anschaue, die besteht ja aus momentan ÖVP, also für unsere deutschen Zuschauer das Pendant der CDU, zu unseren CDU, ja, und Regierungspartner, kleine Regierung, Koalitionspartner sind die Grünen. Wenn ich mir das jetzt für Deutschland vorstellen würde, bei euch ist das Justizministerium, der Vizekanzler und das Gesundheitsministerium grün besetzt. Hätten wir eine ähnliche Konstellation, wäre es undenkbar, dass die Grünen Cannabis nicht auf die Tagesordnung bringen. Sei es in den Koalitionsverhandlungen, sei es im tagesaktuell politischen Geschehen. Wieso geht das in Österreich, dass die Grünen da so faktenresistent sind, was Cannabis betrifft? Da bin ich leider gefragt. Also mein Wissen, was die Politik gerade angeht, beziehe ich hauptsächlich wahrscheinlich aus Instagram und Memes. Also es ist halt eine Katastrophe. Es ist halt, die Grünen sind da nicht nur was Drogenpolitik angeht, sondern auch was Umweltpolitik und sowas angeht, wirken so, als wären sie einfach unter dem Kartoffel von der ÖVP generell. Ja, da muss man halt auch anders als bei uns, gibt es halt in Österreich eigentlich keine politische Partei, glaube ich, außer den Neos, die sich offen für eine Regulierung von Cannabis ausspricht. Bei uns sind es immerhin schon 3,5 Parteien, also die drei kleine Parteien im Bundestag, plus die SPD rechne ich mal so als, die ist so ein bisschen für die Legalisierung, aber nicht allzu sehr, da habe ich so das Gefühl. Aber bei uns sind es, ich sag mal, 3,5 Parteien in Österreich, ist es eine halbe Partei, weil die Grünen haben da irgendwann, glaube ich, mal einen Beschluss auch in Österreich zugefasst, aber sind da seit Jahren sehr halbherzig. Ja. Deswegen wünsche ich dir trotz mangelnder Unterstützung ja in Österreich, in der Parteienlandschaft, das sieht ja wirklich ganz, ganz schlimm aus, ja, was da die Unterstützung anbetrifft und auch in der Tagespolitik, wünsche ich dir viel Erfolg und habe ich doppelt so viel Respekt vor eurer Arbeit in Österreich, weil es ist noch viel schwieriger als bei uns und deswegen Respekt von dieser Stelle aus und viel Glück noch. Eine Frage habe ich noch. Sorry. Ja, ja. Ja. Warst du schon mal in Wien? Da gibt es den Hanfwandertag. Den Hanfwandertag kenne ich, aber da habe ich noch nicht teilgenommen. Der ist dieses Jahr auch leider wegen
Corona ausgefallen. Ja, ich habe dieses Jahr, glaube ich, ich habe dieses Jahr an einem virtuellen Hanfwandertag, also am virtuellen GMM in Österreich teilgenommen. Und ja, Grüße von hier aus nochmal an den Mario vom österreichischen GMM, der das dieses Jahr auf die Kette gebracht hat, online. Aber wie gesagt, online fühlt man sich halt auch wenn es ganz schön ist und wir mit der Technik jetzt ganz gut klarkommen, grundsätzlich fühlt man sich auf einer echten Demo doch viel wohler als auf einer Online-Demo, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Ja, dann recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend und weiterhin viel Glück bei der drogenpolitischen Arbeit in Österreich. Ja, zeig an der Uni, dass ihr was drauf habt und viel Glück noch. Vielen Dank. Ja, okay, ja. Alles gut. Danke und ciao.